Liebe Kinder, herzlich willkommen zur zweiten Episode von Mir sind fit für Kids. Ich bin der Lars, Trainer der weiblichen C-Jugend oder U15 und U14 Mannschaft beim FC Bayern und Spieler der ersten Herren. Ich mache heute mit euch das Thema Koordination oder Geschicklichkeit und ein bisschen Beweglichkeit. Was bedeutet das Ganze? Wenn wir einen Ballsport nehmen wie Handball, müssen wir meistens mehrere Sachen gleichzeitig machen. Das ist dann Koordination. Das heißt zum Beispiel, muss ich gleichzeitig durch die Halle laufen und mit dem Ball prellen. Wenn ich mit dem Ball durch die Halle laufe und gleichzeitig prelle, muss ich beim Handball aber auch noch darauf achten, wo sind meine Gegenspieler im Raum, wo sind meine Mitspieler, zu denen ich hinpassen kann und was macht eigentlich der gegnerische Torwart, wenn ich aufs Tor werfe. Das ist nicht anders in anderen Sportarten, das ist beim Fußball so. Der einzige Unterschied, dass wir den Ball am Boden haben. Das heißt, da wäre es zum Beispiel so, dass ich gleichzeitig mit dem Ball dribbeln muss, schauen muss, wo sind meine Gegenspieler und ich muss gleichzeitig noch laufen. Das Thema gehen wir heute mal gemeinsam an und schauen mal, was wir alles schaffen, gleichzeitig zu machen. So, was brauchen wir für die heutige Stunde? Für die heutige Stunde brauchen wir einen Ball, das kann ein Handball sein, das kann aber auch ein Tennisball sein und am besten sogar zwei davon. Wenn ihr keinen Tennisball habt, dann schnappt ihr euch ein Blatt Papier oder am besten die Zeitung von gestern, macht zwei große Papierkugeln, die ungefähr so groß sind wie das und verwendet die oder ihr schnappt euch zwei Paar Socken aus eurem Schrank. Für unsere erste Übung brauchen wir wieder einen Ball oder etwas Ballähnliches. Ich nehme jetzt mal einen Tennisball, weil den könnt ihr am ehesten zu Hause haben. Oder ihr nehmt ein paar Socken oder ihr nehmt wieder eine Papierkugel, wie ihr das aus der ersten Folge mit der Kathi kennt. Wir nehmen jetzt mal einfach den Ball und legen den auf die Rückseite von unserer Hand. Ja? Das heißt, der Ball liegt auf der Rückseite von der Hand und als allererstes probiert ihr einfach mal mit dem Ball ein paar Schritte in eine Richtung zu machen und in die andere Richtung. Wie ihr merkt jetzt am Anfang, schaue ich noch auf den Ball drauf. Jetzt versuchen wir das Ganze so zu machen, dass ihr woanders hinschaut, nämlich da, wo ihr hinlauft und der Ball muss liegen bleiben. Ja, das heißt, ihr nutzt die Breite von einem Kinderzimmer oder einem Wohnzimmer aus, wo ihr gerade seid und schaut euch mal um, was ist denn da an der Wand, was läuft denn da im Fernsehen, was macht die Mama oder das kleine Geschwisterkind und die ganze Zeit ist dieser Ball auf der Rückseite von unserer Hand, egal was wir gleichzeitig machen. Jetzt nehmen wir einmal den Ball und wechseln einfach die Seite und schauen wir mal, ob wir das gleiche Gefühl für durch den Raum laufen mit dem Ball haben, obwohl der jetzt auf unseren Schwächeren gerannt ist. Bei mir ist es jetzt so, dass das Gefühl zwar da ist, dass ich den Ball komfortabel durch die Gegend tragen kann, aber es fühlt sich nicht mehr so sicher an wie auf der anderen Seite. Das ist der Grund auch, warum wir mit unserer dominanten Hand werfen oder spielen beim Handball. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Das letzte Mal bei der Kathi haben wir schon die Übung gemacht, wo wir geschaut haben, wie tief können wir am Boden nach unten gehen und wie groß können wir uns wieder machen danach. Wenn wir jetzt das gleiche mal probieren mit dem Ball und dann wieder hochgehen, ohne dass der Ball runterfällt, dann ist das schon relativ anspruchsvoll. Das heißt, das probieren wir jetzt einfach mal fünfmal. Das heißt, ihr schaut nach vorne, ihr schaut auf den Bildschirm, wo ihr mich seht und versucht gleichzeitig, dass eure Papierkugel oder euer Paar Socken oder euer Tennisball auf der Rückseite von der Hand liegen bleibt. So, jetzt sind wir bei 5 Mal angekommen. Jetzt probieren wir das Ganze auf der anderen Seite. Jetzt schauen wir wieder, ist es eigentlich mit der linken Hand genauso einfach wie mit der rechten. Wenn ich jetzt aber von einer dominanten Hand spreche, dann ist es natürlich so, dass ein paar von euch Linkshänder sind. Für die sollte es jetzt mit der linken Hand vielleicht etwas einfacher sein. Wir gehen wieder 5 Mal nach unten. Machen uns so klein wie wir können und wieder so groß wie wir können. Und der Ball bleibt die ganze Zeit auf der Rückseite von der Hand liegen. Okay, machen wir noch eine Wiederholung.
Und dann schnappen wir uns wieder den Ball. Das Ganze versuchen wir jetzt wieder zu steigern. Das heißt, wir verwenden jetzt zwei Papiere oder zwei Paar Socken oder zwei Tennisbälle. Wir legen den Ball auf die Rückseite von der einen Hand und wir legen den anderen auf die flache Seite von der anderen Hand. Aber es ist gar nicht so einfach, gleichzeitig den Ball auf die Rückseite von beiden Händen zu legen. Jetzt machen wir nochmal die gleiche Bewegung wie eben. Wir gehen nochmal nach unten und wir laufen nochmal die eine Richtung, wir laufen nochmal die andere Richtung. Wir schauen wieder, ob wir es schaffen, nicht mehr auf die Bälle zu schauen, sondern uns einfach im Raum zu bewegen und woanders hinzuschauen. Wie jetzt zum Beispiel auf dem Bildschirm, wo ihr mir zuschaut. Wenn ihr die ganze Zeit dahin schaut und die Bälle die ganze Zeit liegen bleiben, das ist schon ziemlich gut. Jetzt gehen wir noch einmal ganz tief runter und noch einmal wieder ganz hoch. Und jetzt drehen wir das ganze Spiel um. Jetzt legen wir den einen Ball auf die Rückseite von der linken Hand und der andere Ball liegt auf der flachen Seite von der anderen Hand. Wir probieren wieder ein paar Schritte zu machen in die eine Richtung. Ein paar Schritte in die andere Richtung. Wir stellen uns wieder gerade hin und schauen wieder, ob wir ganz bis zum Boden runterkommen und gleichzeitig die Bälle noch liegen bleiben. Wenn ihr das relativ schwierig findet, dann könnt ihr die Bälle auch dabei anschauen und relativ nah beieinander halten. Wenn ihr das Ganze schon sehr einfach findet, dann könnt ihr auch mal schauen, könnt ihr hier rausgehen und fällt dann der Ball runter oder der Sonne. Okay. Wir gehen noch einmal auf und ab und noch einmal zurück und dann haben wir die Übung geschafft und wir machen eine kleine Trinkpause. Für unsere nächste Übung schnappen wir uns ein Handtuch. Am besten Geschirrhandtuch oder Lappen, so ungefähr die Größe. Geschirrhandtücher sind meistens ungefähr in der Größe und das verwenden wir jetzt statt dem Ball. Welchen Vorteil hat jetzt das Tuch? Wenn wir mit einem Tuch werfen, ist es deutlich länger in der Luft. Das heißt, wir haben viel mehr Zeit, es zu fangen und wir können viel mehr Sachen gleichzeitig machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier nach oben an die Decke schaue, dann mal schauen, wie hoch ich werfen kann, ohne dass ich gegen die Decke werfe. Und dann versuche ich mal gleichzeitig mich zu drehen und das Handtuch wieder zu fangen. Ich werfe das Handtuch nach oben, ich drehe mich einmal um und ich habe es wieder gefangen. So, das ist jetzt noch relativ schwierig, weil eine 360-Grad-Drehung relativ lange dauert und das Handtuch dann doch relativ schnell wieder fällt. Das heißt, was wir jetzt mal probieren, ist, dass wir das Handtuch zuerst, damit wir uns mal dran gewöhnen, nach oben werfen, zweimal klatschen und das Handtuch wieder fangen. Handtuch können wir auch viel besser greifen als der Ball, solltet ihr also hinbekommen. Das heißt, wir werfen das Handtuch wieder nach oben, zweimal klatschen, wieder fangen. Und nochmal und wieder fangen. Wenn ihr das relativ schwierig findet, dann liegt es meistens daran, dass ihr das Handtuch nicht ganz gerade nach oben werft, sondern irgendwie so ein bisschen nach links und nach rechts und dann müsst ihr euch viel mehr bewegen, um das Handtuch wieder zu fangen. Das heißt, ihr schaut mal, dass ihr wirklich die Handflächen nach oben habt, den Arm gerade und er kommt von der Seite vom Körper und von da einfach nur nach oben. Und da könnt ihr dann bestimmen, mit wie viel ihr das Ganze nach oben werft, um das Handtuch wieder zu fangen. Also, jetzt probieren wir das Ganze nochmal fünfmal. Wir werfen hoch, zweimal klatschen. Und nochmal, wieder zweimal klatschen. Okay, den Schwierigkeitsgrad können wir jetzt bestimmen. Es sind welche von euch dabei, die sind vielleicht 6 Jahre alt und die können noch nicht ganz so hoch werfen. Es sind welche, die sind 10 Jahre dabei, die können noch viel höher werfen. Jetzt probieren wir einfach mal, wie oft ihr es schafft, zu klatschen, während das Handtuch in der Luft ist. Glaube ich ungefähr 4-mal und wenn ich es noch höher werfe, dann schaffe ich vielleicht 6 oder 7-mal. Mal schauen, vielleicht schaffen es ein paar von euch sogar noch öfter. Okay, jetzt probieren wir das gleiche mal mit der anderen Seite, mit der linken Hand hoch zu werfen und trotzdem wieder vor uns nach oben und zweimal zu klatschen. Das ist jetzt schon etwas schwieriger, denn mir ist das Handtuch direkt runtergefallen. Zweimal und nochmal. Okay, und jetzt nochmal mit links und nochmal schauen, wie oft es mit gegen den Klatschen.
dann machen wir eine kurze Trinkpause. Wichtig ist, dass ihr immer was zu trinken dabei habt, wenn ihr Sport macht und zwischendrin einen Schluck trinkt. So, was gehört noch zum Thema Koordination dazu? Dazu gehört auch noch, dass wenn wir zwei verschiedene Gegenstände verwenden, die sich verschieden verhalten, wir gleichzeitig damit umgehen können. Das heißt, das üben wir jetzt auch mal. Jetzt haben wir das Handtuch und unseren Ball oder ballähnlichen Gegenstand. Wenn man jetzt mal abwechselnd den nach oben wirft, werdet ihr feststellen, dass entweder der eine oder der andere Gegenstand ein bisschen länger in der Luft braucht und man dementsprechend ein bisschen mehr Zeit hat. Wir werfen immer noch abwechselnd den Gegenstand nach oben. Und der andere Unterschied ist, bei dem Ball oder bei der Papierkugel ist es so, wenn wir die hochwerfen, dann müssen wir hinschauen, damit wir die fangen können. Beim Handtuch ist der Vorteil, wenn wir es so ungefähr im Blickwinkel sehen, dann müssen wir einfach zugreifen, weil irgendein Teil von dem Handtuch erwischen wir meistens. Das heißt, wenn wir jetzt beide gleichzeitig hochwerfen sollten, schauen wir auf den Ball und das Handtuch fangen wir automatisch, weil wir greifen gleichzeitig in die Luft und wir erwischen die schon. Das heißt, das probieren wir jetzt mal. Wirklich gleichzeitig, wir schauen nach zu unserer rechten Hand, in der der Ball ist, und schauen, ob wir trotzdem beides gleichzeitig wieder fangen können. Und für die Fortgeschrittenen ist es natürlich wieder so, dass ihr deutlich höher werfen könnt, als ich das jetzt vorgemacht habe. Dann ist es wieder deutlich schwieriger. So, jetzt haben wir ganz schön viel mit den Händen gemacht und geschaut, was wir da gleichzeitig machen können. Jetzt verwenden wir nochmal ein paar Gegenstände, dass wir mit den Füßen arbeiten können und auch da schauen können, was wir gleichzeitig machen können, damit wir eben gleichzeitig laufen können, auf Gegenspieler schauen können und gleichzeitig noch was mit den Händen machen können. Dafür habe ich mir jetzt gedacht, dass wir uns einfach vier Schuhe schnappen. Ja, während ich die jetzt mal aufbaue, geht ihr mal kurz an euren Schuhschrank und holt euch einfach vier Schuhe, ist eigentlich egal welche. Es müssen auch nicht unbedingt Schuhe sein, es können auch irgendwelche ähnlichen Gegenstände sein. Ich platziere jetzt meine Schuhe in so einem Abstand von ungefähr einem Schritt. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt erstmal vier Stück organisiert. Und wenn ihr das jetzt anschaut, dann sind die alle ungefähr gleich weit auseinander. So dass ihr Platz habt und euch komfortabel hier überall dazwischen stellt. Na, das wird ja okay. Ist mein Schuh vielleicht etwas zu groß, das heißt, den stelle ich noch mal ein Stück weiter weg. Und dann gehe ich mal auf die eine Seite davon. Dann sieht das Ganze so ein bisschen so aus wie eine Leiter auf dem Boden. Und da laufen wir jetzt einfach mal durch. Und zwar immer so, dass jeder Fuß einmal in dem Abstand war zwischen den beiden Schuhen. Und drehen wir uns um und machen das gleiche nochmal. Und ihr seht, wir müssen uns relativ gut konzentrieren und auf den Boden schauen, damit wir es schaffen, dass wir auf keinen Schuh drauf treten. So, jetzt haben wir die ganze Zeit den rechten Fuß verwendet, also ich zum Beispiel, um zuerst zu gehen, jetzt verwende ich meinen linken Fuß zu. Und nochmal. Okay, das Ganze können wir auch ein bisschen komplizierter machen. Jetzt versuchen wir mal nicht so schnell dadurch zu laufen, sondern gegenüber an die Wand zu schauen oder was auch immer bei euch im Zimmer ist und gleichzeitig keinen Schuh zu treffen. Und ihr merkt, dass das gar nicht so einfach ist. Wenn ich jetzt da vorne an die Wand schaue, dann sehe ich zwar in meinem Augenwinkel hier unten so ein bisschen, wo die Schuhe sind, ist aber trotzdem schwierig. Das Einzige, warum es ganz gut funktioniert ist, dass ich mir ungefähr gemerkt habe, wie groß der Abstand ist. Das Ganze kann man natürlich auch seitlich machen. Das heißt, am Anfang schauen wir wieder mit auf den Boden und wir gehen jetzt immer mit den Füßen hier abwechselnd in die Abstände rein. Und das heißt, der Fuß, der außen ist, muss eigentlich immer einen viel größeren Schritt machen, damit der andere noch Platz hat. So, das ist jetzt aber relativ langweilig und hat noch gar nicht so viel mit Sport zu tun. Damit es mehr mit Sport zu tun hat und dann auch mehr für die Bewegung beim Sport hilft, kommt es eigentlich nur
immer auf das Tempo drauf an, wie wir das machen. Jetzt sind wir da langsam durchgegangen. Jetzt könnt ihr mal probieren, das Ganze ein bisschen schneller zu machen. Wir gehen hier wieder abwechselnd durch und wieder zurück. Ihr seht ja immer genau zwei Kontakte zwischen den beiden Schuhen. Immer einen mit links und einen mit rechts. So, jetzt habe ich ja die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir versuchen, was gleichzeitig zu machen. Ja, bei der Koordination. Das heißt, bis jetzt haben wir nur was mit den Beinen gemacht. Jetzt müssen wir mit den Händen auch noch was gleichzeitig machen. Das heißt, wir gehen da immer noch seitlich durch und bei jedem Abstand von den Schuhen versuchen wir einmal zu klatschen. Ach, das heißt, ich habe drei Zwischenräume, das heißt, es kommt auf dreimal klatschen. Wenn ihr öfter klatscht, dann hat es nicht gestimmt. Das ist der koordinative Antrag. Also, mal. Und jetzt das Gleiche, wieder etwas schneller. Neue Übung. Was gehört noch dazu beim Handball? Beim Handball ist es nicht nur das Laufen, sondern beim Handball müssen wir auch springen. Und deswegen machen wir jetzt noch eine Serie an Sprüngen. Wir springen beidbeinig. Wie ein Känguru dadurch und versuchen wieder keinen Schub zu berühren. Damit wir da nicht so runterplumpsen, gehen wir vorne auf den Ballen, auf den vorderen Teil vom Fuß, also fast auf die Zehenspitzen, wir heben die Fersen so ein bisschen an. Dann schauen wir, dass beide Beine nebeneinander bleiben und dann springen wir dann durch. Für wen von euch die Schuhe relativ hoch sind und schwierig ist, der darf immer gerne noch die Hände mitnehmen, damit er da einfacher durchkommt. Wenn ihr das Ganze aber schon im Fernsehen gesehen habt, wie man Handball spielt, dann ist es so, dass wir nicht immer mit beiden Beinen springen, sondern die machen meistens drei Schritte und dann springen die hoch, um zu werfen. Das heißt, die springen mit einem Bein. Das heißt, wir probieren jetzt mal das Ganze, ob wir es auch mit einem Bein schon können. Das heißt, wir springen mal über einen Schuh drüber, bremsen kurz und nochmal und nochmal und nochmal. So, jetzt wollen wir vom rechten Bein, ich wechsle jetzt das Bein in das linke. Wenn ihr das gesehen habt, ist es so, wenn ich jetzt hier drüber springe, dass ich nicht mit dem anderen Fuß den Boden berühre, sondern ich halte gleichzeitig die Stabilität. Und wir springen wieder mit rechts. Und nochmal mit links. Und auch hier können wir wieder etwas schneller werden. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder unser rechtes Bein. Jetzt versuchen wir schneller da durchzuhüpfen. Und das Koordinative ist jetzt, dass wir versuchen, keinen von den Schuhen zu berühren, obwohl wir schneller sind. Das ist ganz schön deutlich schwieriger. Einen Schuh habe ich leider berührt. Das ging ohne. Schauen wir mal, ob das noch schneller geht. Okay. Nochmal die Chance, eine kurze Trinkpause zu machen. Und dann machen wir noch eine letzte Übung. Für unsere letzte Übung nehmen wir nochmal unsere Schuhe her. Und jetzt aber nochmal Beine und Hände gleichzeitig. Das heißt, ihr schaut, dass ihr die Schuhe nochmal ein bisschen weiter auseinanderstellt, dass ihr dazwischen ein bisschen mehr Platz habt als gerade eben beim Laufen. Ja, das heißt, wenn ihr schaut, der Abstand ist jetzt immer ungefähr ein großer Schritt. Ja, das passt bei euch auch. Ihr seid ja auch ein bisschen kleiner, das heißt, wenn ihr einen großen Schritt macht, dann stimmt es ungefähr vom Abstand. Und was probieren wir jetzt? Jetzt probieren wir eine ähnliche Übung, wie ihr sie mit der Bijou beim letzten Mal gemacht habt. Da standen wir, dann sind wir mit den Händen auf den Boden gegangen. Und jetzt laufen wir hier einmal durch. Jetzt müssen wir aber schauen, dass wir nicht die Schuhe berühren, während wir mit
gleichzeitig durchlaufen. Na, ihr könnt die Hände flach auf den Boden legen oder so auf die Fingerspitzen gehen und dann müsst ihr gleichzeitig da hinterherlaufen. Das war jetzt schon ziemlich gut. Du kannst auch eine Spur schwieriger machen. Dann legen wir die Hände auf den Boden. Und mit den Füßen nicht ganz am Schuh. Jetzt versuchen wir mal immer gleichzeitig mit der gleichen Hand und dem gleichen Fuß uns zu bewegen. Ihr merkt, jetzt müsst ihr schauen, dass die Abstände stimmen, damit wir immer noch keinen Schuh berühren. Wieder gleichzeitig links. Okay, und rechts. Und drüber. Und rechts. Und links. Und rechts. Und dann sind wir auf der anderen Seite angekommen. Gar nicht so einfach. Jetzt komme ich auch ganz schön ins Schwitzen. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Jetzt muss nicht mehr gleichzeitig sein, also versuchen wir wieder etwas schneller da durchzulaufen, ohne dass wir die Schuhe berühren. Und wenn ihr könnt, machen wir es nochmal ein letztes Mal wieder ein Stückchen schneller. Okay. Gut. Jetzt bin ich auch ganz schön ausgepowert, ein bisschen geschwitzt. Muss ich fast duschen gehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war die zweite Folge von Mir sind Fit für Kids. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.